Da geht's weiter bei Assassin's Creed Revelations und ich mache gerade den gleichen Fehler wie eben. Ich springe mich hier runter, aber die Wachen sind ja jetzt zum Glück nicht mehr so auf Zack. Wir verfolgen immer noch den Blumenhändler, weil er uns ja nicht sehen darf, wie wir ihn da verfolgen, wo er dann halt sich die Blumen holt. Ja gut, wahrscheinlich darf er uns nicht sehen, weil er ja sonst normalerweise zurückkommen würde und uns die für teuer Geld verkaufen würde. Aber jetzt, wenn wir wissen, wo die sind, können wir uns die ja einfach nehmen. Vielleicht ist das der Grundgedanke dahinter, dass er uns nicht sehen darf. Aber ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ja, jetzt dreht er sich um, ist klar. Okay, dann geht's weiter. Ich bin jetzt leider mit den Nerven schon am Ende, weil heute ist nicht so mein Tag. Okay, und da steht er. Und jetzt darf er uns wieder sehen, oder wie? Guck mal hier, kennst du mich nicht? Das war der doch gerade, oder? Ach, ist mir auch egal. Egal, ich muss 3 weiße Tulpen pflücken. Dann tun wir das halt. Ach ja, der kleine verliebte Ezio läuft wie ein glückliches Reh über eine Blumenwiese und pflückt Blumen für seine Angebetete. Wie schön. Schön, und er hat immer so ein kleines Allzweckmesser dabei. Auch genannt versteckte Klinge. Dann durchschneidet die Klinge anscheinend nicht nur Sehnen und Fleisch, sondern auch mal Blumen. So, okay. Und jetzt zu Sophia gehen und ihr die Blumen übergeben, um die sie gebeten hatte. Zu Sophia gehen und sich auf die Blumen übergeben, um die sie gebeten hatte. Okay, die wartet an der Hagia Sophia, wo ich sie immer Hagia Sophia ausspreche, was aber falsch ist. Es ist ein stummes G anscheinend, Hagia Sophia. Und ich habe den Sprung mal wieder falsch eingeschätzt. Aber was soll man machen? So, okay. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen, wir haben ja nicht ewig Zeit. Und die Sophia wartet wahrscheinlich schon. Irgendwo hier unten müsste sie jedenfalls sein. Na, da ist sie. Oh, und sogar auf einer Picknickdecke. Es wird romantisch, liebe Leute. Was ist das? Ein Geschenk. Bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Die 2 Turteltauben. Okay, hätten wir die Mission auch zu Ende und Ezio steht sehr schief da. Naja, kann man nichts machen. Gut, dann hätten wir das. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, noch genügend. Wenn ich mich beeile, kann ich dann noch zum nächsten Hauptmissionsziel, dass wir dann noch anfangen können. Wo befindet sich das denn? Ich möchte nur mal... Oh, in dem Topkapi-Palast mal wieder. Verdammter Mist. Naja, egal. Ich wollte es ja jetzt immer so in so einem schönen Wechsel machen. Einmal die Buchmission, einmal eine normale Mission und jetzt ist halt wieder eine normale Mission drin. Und deswegen gehen wir mal dahin. Wir haben ja keine Wahl. So, ist hier auch irgendwo ein Eingang? Ja, da glaube ich, ne? Ja, okay. Ach, und es geht direkt los. Überbringer gemischter Nachrichten. Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über diese Tragödie. Okay, werden wir tun. Lass mich raten, ich darf nicht entdeckt werden. Könnte ich mir so denken von dem Spiel. Diese Aufgabenstellung macht es ja gerne. Heimlich in den Topkapi-Palast eindringen, um Süleyman zu erreichen. Boah, wer hätte es gedacht? So, dann kommt mal mit hier, ihr Roma, ich brauche euch. Die werden sowieso gleich wieder verschwinden. Sobald ihnen mal eine Wache in den Weg kommt. Okay, da hinten, ich muss da durch das Tor.
Ich weiche mal hier dieser Gruppe von Janitscharen aus. Nicht, dass die Roma wieder von automatisch und von alleine dahin gehen wollen. Okay. So, dann geht man ein bisschen schneller hier. Und lenkt die da mal. Schneller! Okay, kann ich nämlich einfach durch. Und die tanzen sehr komisch da. Vor Freude. Ja, gut. Wo geht's denn als nächstes hin? Da hinten. Gut. Dann laufe ich mal schnell zu denen hier, damit ich mich hier zwischenstellen kann. Hallo, wie geht's denn so? Okay, und dann muss ich, denke ich mal, klettern, so wie es aussieht. Na gut, aber hier sind auch keine Wachen. Zumindest, wenn man dem Radar trauen darf, sind hier keine Wachen. So. Gucken wir doch mal. Okay, da oben laufen nur Wachen rum. Aber für die habe ich auch so ein paar Pfeile parat. Wenn es denn sein muss. Ja, Ezio, du sollst nicht runter, sonst hätte ich schon gedrückt. Der da macht mir gerade Sorgen. Okay, hat sie erledigt. Oh nein, ich schaffe die volle Synchronisation nicht, da ich jemanden getötet habe. Mein Gott. Dabei wollte ich das doch unbedingt schaffen. Kauft man mir das ab? Okay, ist der unter mir? Ah ja, da steht er. Süleyman. Guten Tag. Tadik war kein Verräter, Süleyman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Cappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman! Süleyman! Man stellte mir eine Falle. Und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Ihr dort, eine Sekunde! Okay, und wir können was über Prinz Ahmed lesen und wir wurden gerade entdeckt, was wieder mal sehr nett ist, nachdem man in einer Mission... Ach, egal, komm, ich reg mich einfach zu viel darüber auf. Ja, Prinz Ahmed. Bereits als junger Mann war Prinz Ahmed der designierte Thronfolger des Osmanischen Reiches, nachdem er von seinem Vater Bayezid II. Als Erbe auserwählt worden war. Viele hielten dies für eine gute Wahl, denn Ahmed war ein dankbarer und loyaler Sohn, der die Abneigung seines Vaters gegen den Krieg ebenso teilte wie sein Faible für esoterisches Wissen. Für andere allerdings, die Ahmeds Eigenschaften als Schwächen ansahen, war er eine traurige Symbolfigur für die schwindende Macht des Sultanats. Vielen osmanischen Würdenträgern galt er als unfähig, die Anforderungen an einen Herrscher zu erfüllen. Selbst die Janitscharen des Sultans machten keinen Hehl aus ihrer Ablehnung und stellten seine Führungsqualitäten offen in Frage. Würde der neue Sultan das Reich so schützen können, wie es seine Pflicht war? Würde er gegen die Mamluken im Süden und die Safaviden im Osten in den Krieg ziehen? Würde er die Grenzen des Reiches ausweiten, so wie es Gottes Willes war? Die Janitscharen erwarteten positive Antworten auf diese drängenden Fragen und glaubten nicht, dass Ahmed diese Antworten in befriedigender Weise geben könnte. Irgendwann um das Jahr 1510 forderte Ahmeds jüngerer Bruder Selim mit stillschweigender Unterstützung der Janitscharen den Thron für sich und marschierte mit einem kleinen Heer in Richtung Konstantinopel. Er rechnete nicht mit Widerstand, doch zu Ahmeds Erleichterung konnte sein Vater Bayezid Selims Vormarsch stoppen. Aber der alte Sultan war kränklich und, wie viele dachten, unfähig, einen solch zerstörerischen und tragischen Krieg wie diesen durchzustehen.
Ja, die Familie ist nicht gerade in einem guten Zustand. Du lässt mich in Ruhe. So. Okay, jetzt darf ich fliehen aus dem Gebiet. Dann markiere ich mir mal dahin, wo ich fliehen muss, sonst verlaufe ich mich wieder bei meinem Glück. Okay, also er hat gesagt, ein Schiff wird auf uns warten, das uns wohin führt. Und wohin ist nämlich ein besonderer Ort, nämlich Kappadokien. Auch eine Stadt, die... Existiert sie heute noch? Ich meine, ich hätte darüber mal was gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch existiert. Wahrscheinlich nur noch Ruinen davon. Aber eine ganz besondere Stadt. Und warum sie so besonders ist, werden wir später sehen, wenn wir da uns da auf den Weg hin machen. Wahrscheinlich aber nicht mehr in diesem Teil. Vor allen Dingen haben wir auch noch eine Buchmission, die ich vorher gerne machen würde, bevor ich abreise. Weil es tatsächlich eine andere Stadt ist, ein anderes Spielgebiet. Da kann man zwar nicht so viel drin machen, aber es ist auch eine Abwechslung, sag ich mal. Man ist auch, glaube ich, nur ein Kapitel da oder so. Sofort halt! Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Du kannst mich mal... Warum? Wieso darf ich denn jetzt nicht entdeckt werden, wenn ich da raus will? Boah, geht mir das Spiel auf den Sack. Ach ja, genau. Jetzt starte ich wieder von hier ganz vorne. Ja, super. Ganz toll, wirklich. Ey, wieso darf ich denn nicht entdeckt werden, wenn ich nur aus dem Gebiet fliehen muss? Ist das dumm? Okay, machen wir es halt nochmal. Boah, nee, ich bin froh, wenn dieser Part zu Ende ist, weil dann höre ich erstmal auf für heute. Ich habe nämlich absolut keinen Bock mehr und auch keinen Nerv mehr auf dieses Spiel. Dabei lief das Reinkommen doch so gut. Warum ist das jetzt wieder so ein Kack geworden hier, ey? Naja. Da ist noch ein Schütze. Den kann ich auch anvisieren, okay. Ich wurde schon wieder mal gesehen. Und wenn ich Pech habe, werde ich jetzt gleich wieder entdeckt. Und dann ist eh wieder vorbei. Es ist aber auch so ein Scheißgebiet hier. Also wirklich. Okay, kann ich da über die Mauer? Wäre nämlich ganz supi. Oh, ja, natürlich steht mir einer. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn der mir das wieder alles versaut hätte bei meinem Glück. Okay. Da stand auch noch einer, habe ich gerade gesehen. Huh, okay, der hat mich aber nicht gesehen. Lass dich fallen. So, danke. Okay. Eine Buchmission, okay. Wahrscheinlich ist die eine Mission auch erst auswählbar, wenn man diese Mission hinter sich gebracht hat. Aber diese Buchmission, die nächste, wo wir wahrscheinlich den letzten Schlüssel finden, also den letzten, den wir finden können, sage ich mal so, werden wir dann in einem der nächsten Teile machen, denn ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, Gott sei Dank, ich habe nämlich keinen Nerv mehr. Und würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter, wenn ich mich bis dahin nicht erhängt habe oder so. Und ja, dann sehen wir weiter. Also bis dann, ciao.